Persönlichkeitsentwicklung im 21. Jahrhundert. Man kommt nicht um das Thema drumherum. Aber du weißt, der Trend geht dahin, sich ganzheitlich zu entwickeln. Das Gute ist, im 21. Jahrhundert stehen uns ja alle Informationen zur Verfügung. Deshalb möchte ich dir hier mal ein kurzes Video machen, wie du es richtig angehst. Bekanntlich basiert das Leben auf vier Säulen. Das eine ist Gesundheit, denn wer gesund ist, hat viele Wünsche, wer krank ist, nur einen. Gesundheitlich kann man jetzt zum Beispiel Folgendes machen: Man kann sich mit Yoga beschäftigen, du wirst das mitbekommen haben, ich erzähle dir nichts Neues, aber unabhängig von den ganzen Bildern, die man auf Instagram sieht, mit den coolen Posen, den bekannten Asanas, gibt es natürlich noch Pranayama etc. Eine sehr tiefe Meditationspraxis, denn Yoga kommt ja ursprünglich aus Indien, die man nicht vernachlässigen sollte, denn es geht nicht nur um den Körper, es geht auch um den Mind, beziehungsweise um das dahinter. Dann gibt es natürlich auch noch das Krafttraining, auch das wird selbstredend nicht an dir vorbeigegangen sein. Wie könnte es auch bei den ganzen Bildern, die man sieht, bei Instagram, From Fat to Fit, Transformation und so weiter und so fort. Krafttraining ist auch eine super Sache, auch da muss man gucken. Es gibt natürlich, du kannst klassisch ins Gym gehen und Muskeln aufbauen, du kannst Cardio machen, du kannst CrossFit machen, du kannst verschiedenste Ansätze wählen und alle haben ihre Daseinsberechtigung. Das Schöne beim Muskelaufbau ist, du steigerst deine Muskulatur, dadurch deinen Grundbedarf an Kalorien, dadurch kannst du mehr Essen zu dir nehmen, ohne dick zu werden. Das ist eine ganz angenehme Sache. Natürlich, je nachdem, in Abhängigkeit dessen, was für ein Stoffwechseltyp du bist. Wenn du mesomorph bist, wird dich das weniger interessieren. Wenn du ektomorph bist oder endomorph bist, dann eventuell mehr. Man muss allerdings schauen, es gibt auch noch Traditionen aus der traditionellen chinesischen Medizin, beziehungsweise aus der fernöstlichen Richtung, zum Beispiel dem Tai Chi oder dem Qigong, wenn wir auf das Sportliche gucken. Und da gibt es tatsächlich die eine oder andere Stimme, die sagt, na, ob sich das so gut verträgt, Krafttraining und Tai Chi und Qigong. Denn der Punkt ist der folgende. Die traditionelle chinesische Medizin geht davon aus, dass es wichtig ist, das Qi, die Energie durch den Körper fließen zu lassen, um gesund zu sein. Kritische Stimmen behaupten, dass wir hier im Westen mit unserem kosmetischen Ansatz des Pumpens im Fitnessstudium unseren Körper perfekt zu formen, wie die Marketingindustrie es von uns abverlangt, eben das Gegenteil tun. Wir lassen das Qi nicht fließen, sondern wir stauen es punktuell an, indem wir zum Beispiel unseren Bizeps oder unseren Quadrizeps oder whatever im Fitnessstudio punktuell trainieren. Das heißt, vielleicht aus einer ganzheitlichen Sicht macht uns Fitness auch weniger gesund als vorher. Wenn wir über Gesundheit sprechen, kommen wir natürlich auch über das Thema Ernährung nicht umher. Und du wirst es mitbekommen haben, es gibt Weight Watchers, es gibt sämtliche Diäten, die Lauchdiät, die Kohldiät, die Suppendiät, die Apfeldiät, aber auch verschiedene Ernährungsformen. Es gibt Veganer, es gibt Frutarier, es gibt Vegetarier, es gibt die Paleo-Ernährungsform und viele weitere. Du wirst sie kennen. Welche davon ist jetzt die beste? Da musst du dich natürlich selber mit beschäftigen, denn die stehen ja alle Informationen zur Verfügung. Ne, du musst halt gucken, wenn du auf Fleisch verzichtest, fehlen dir eventuell wichtige Zusatzstoffe, wie vielleicht Vitamin B12. Was die wenigsten wissen, ist aber, dass die Tiere nur Vitamin B12 bekommen, nicht mehr aus den Böden, denn die sind nicht mehr so nährstoffreich wie damals, sondern weil den Tieren selbst Vitamin B12 supplementiert wird. Das heißt, was ist jetzt besser, was ist schlechter? Und wo wir gerade beim Thema Supplements sind, da müssen wir sowieso gucken. Es gibt die Fraktion, die sagt, das haben wir noch nie gebraucht, warum sollten wir es machen? Dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, hey, wir hatten noch nie die Möglichkeit, jetzt haben wir die Möglichkeit zu supplementieren. Also ganz wichtig, Vitamin D3, wir haben alle einen Vitamin D3-Mangel, Zink, Magnesium, Omega-3 und so weiter. Das heißt, Thema Ernährung ist ein riesiger Punkt, aber wenn wir da jetzt mal weiter gucken, themenübergreifend, dann haben wir den Punkt der Karriere. Denn Beruf, Berufung, Finanzen, wir leben in einer materiellen Welt, wir kommen nicht umher und da ist es natürlich wichtig, dass wir finanziell schlau werden. Jetzt gibt es die klassische Art und Weise zu arbeiten mit aktivem Einkommen. Wir tauschen unsere Zeit gegen Geld. Wir sind in einem Angestelltenverhältnis, arbeiten from 9 to 5. Wir sind gefangen im Hamsterrad, manche würden sagen in der Matrix. Lohnt es sich da auszusteigen? Vielleicht. Beschäftige dich doch mal mit passiven Einkommensquellen oder lass einfach dein Geld für dich arbeiten. Dafür gibt es natürlich verschiedene Systeme,
Tony Robbins zum Beispiel hat ein cooles Buch darüber geschrieben. Tony Robbins, wirst du kennen, mega Guru im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, heißt Money. Und in dem Buch zum Beispiel hat er Größen aus dem Bereich Geldwachstum etc. Investment interviewt, unter anderem Ray Dalio, eine Ikone. Warren Buffett sagt jedem etwas. Ray Dalio, wer hat den schon mal gehört? Lohnt sich aber natürlich, sich damit zu beschäftigen. Wenn wir uns aber über das Thema Geld unterhalten, dann dürfen wir eine Sache nicht vergessen, denn es geht nicht nur um das Geld im Außen als materielle Energiequelle oder als gedrucktem Papier, sondern wenn wir das Geld wirklich anziehen wollen in unser Leben, dann brauchen wir auch die richtigen Gedanken dafür. Und da müssen wir uns natürlich beschäftigen mit dem richtigen Mindset. Denn wenn dein Mindset blockiert ist, wie willst du dann Geld in dein Leben ziehen? Denn egal, was wir uns angucken, ob es das Bücherregal ist, der Monitor, ob wir uns das Tablet angucken, das Fenster, jeder Gegenstand, jeder einzelne Gegenstand, den wir sehen, war irgendwann nix als ein Gedanke im Kopf eines Menschen. Das heißt, alles, was materiell wird, war irgendwann immateriell, war irgendwann ein Gedanke. Genauso ist es beim Thema Geld. Das heißt, wie kannst du es wagen, dich nicht mit dem Thema Money Mindset zu beschäftigen? Klassische Anlaufstelle ist natürlich unter anderem T. Harv Eker. Man kann sich beschäftigen mit Bob Proctor. Man kann sich beschäftigen mit The Secret. Wobei Bob Proctor im Nachhinein ja die Aufarbeitung von The Secret kritisiert haben soll. Das heißt, auch da muss man wieder vorsichtiger gucken. Aber das zum Thema Geld, Beruf, Berufung. Apropos Berufung, da haben wir die nächste Säule, denn als vierte Säule gilt oftmals Spiritualität, es gilt oftmals Kultur, Sinnstiftung. Und wenn wir darauf Wert legen wollen, dann ist es ganz wichtig, dass du wirst, wer du bist. Es gibt nämlich in unserer westlichen Gesellschaft die Theorie, dass wir alles erreichen können, was wir wollen, dass wir uns Ziele setzen und die erreichen. Egal, was wir werden wollen, wir können alles erschaffen im Außen, was wir wollen. Dann gibt es aber die Theorie, die nicht nur im Fernen Osten verbreitet ist, sondern auch in vielen spirituellen Strömungen quer auf der Welt, dass wir etwas haben wie eine Berufung, wie eine Bestimmung, die auf uns wartet, entdeckt zu werden und gelebt zu werden. Joseph Campbell hat einmal gesagt, manchmal musst du deine Pläne über Bord werfen, um das Leben leben zu können, was auf dich wartet. Und vielleicht hat er recht damit. Das heißt, vielleicht macht es gar keinen Sinn, dir Gedanken darüber zu machen, was du überhaupt erreichen oder werden willst. Vielleicht macht es viel mehr Sinn, das alles über Bord zu werfen und auf deine innere Stimme zu hören. Das heißt, vergessen wir mal all das, was wir eben gesagt haben, denn was bringt es, dich auf sportliche, muskuläre Ziele zu konzentrieren, auf finanzielle Ziele zu konzentrieren, wenn du vielleicht grundsätzlich auf dem falschen Weg bist? Vielleicht solltest du erstmal ins Kloster gehen, meditieren, Zen-Meditation oder ähnliches machen, damit du Sinn findest in deinem Leben und überhaupt weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Wenn wir uns über das Thema Sinn unterhalten, dann haben wir natürlich verschiedene Ansätze. Neben den alten philosophischen Ansätzen wie den Stoikern zum Beispiel haben wir Strömungen aus der Spiritualität, wie zum Beispiel Paramahansa Yogananda aus dem indischen Raum. Wir haben christliche Überzeugungen, buddhistische, hinduistische, das heißt die theologischen Ansätze, sowohl die monotheistischen als auch die polytheistischen. Aber dann haben wir natürlich auch andere spirituelle Strömungen, modernere und ältere, mit denen wir uns befassen können. Es geht rund um das Thema Ego-Tod, Transzendenz, Bewusstseinserweiterung und Co. Ken Wilber hat da viele holistisch sehr interessante Ansätze aufbearbeitet, kann man sich durchaus mal angucken. Aber vielleicht sollte das die notwendige Basis sein, bevor du dich mit irgendetwas anderem beschäftigst. Denn kann es vielleicht sein, dass du sonst 30 Jahre in eine Richtung arbeitest, Vollgas gibst, indem du dich immer wieder neu motivierst und dann irgendwann mit 50 erkennst, dass du in der falschen Richtung unterwegs warst, weil du dir nie die Zeit genommen hast, innezuhalten und auf deine innere Stimme zu hören und zu gucken, wo du überhaupt hin möchtest? Das wäre tragisch. Deshalb vergess all das, was ich eben vorher gesagt habe. Beschäftige dich erstmal mit dir selbst und guck, wo du überhaupt hin möchtest und vor allem, wer du überhaupt bist. Das stand ja nicht zuletzt über dem Apollo-Tempel von Delphi. Erkenne dich selbst. Dann haben wir natürlich noch die Säule der Liebe. Und das ist ein ganz elementarer Punkt. Ist es auch schon immer gewesen. Es gibt ja Studien dahin, dass Kinder komplett bis hin sterben. Hospitalisation nennt man das, glaube ich. Weil sie eben keine Liebe als Kinder bekommen haben. Das gilt es zu vermeiden. Und ich glaube, keine Liebe zu bekommen, weder von anderen noch mit sich selbst, lässt sich zwangsläufig nie gut mit einem positiven Wohlbefinden vereinbaren.
Jetzt gibt es aber mehrere Möglichkeiten. Wir leben in einer Zeit, wo wir Tinder haben, wo wir Dating haben, etc. Wir können uns beschäftigen mit Verführung. Es gibt etliche Bücher, einige davon stehen hier, die sich damit beschäftigen, wie du deinen Traumpartner finden kannst. Ich habe hier auf diesem Kanal einige Videos über Liebe. Einige haben kommentiert, es seien die besten Videos, die sie jemals zu dem Thema gesehen haben. Vielen Dank dafür. Der Punkt ist aber doch der folgende. Wenn wir uns mit Liebe beschäftigen, dann tun wir das meist aus einem Mangel heraus. Das heißt, wenn du unbedingt denkst, ich will einen Partner, ich brauche einen Partner, ich will jemanden an meiner Seite haben, dann denken die meisten Menschen das oftmals, weil dieser Wunsch überhaupt erstmal aus dem inneren Mangel heraus entsteht. Wenn sie cool mit sich selbst wären zu 100%, hätten viele oftmals gar nicht den unbändigen Wunsch nach einem Partner an ihrer Seite. Das heißt, eventuell macht es gar keinen Sinn, nach einem Partner zu streben, dich bei Tinder anzumelden etc., sondern vielleicht rennst du im Kreis. Wenn du jemals ankommen willst, was ja viele glauben, mit einem Partner erreicht zu haben, ne? Das sind so unsere Werte, die wir mit an Hand bekommen haben. Pflanzen Baum, bauen Haus, zeug ein Kind. Gründe eine Familie und das ist so, wie das Leben zu sein hat. Nein, du wirst niemals ankommen, weil du einen Partner an deiner Seite hast, wenn du nicht vorher schon angekommen bist bei dir selbst ohne einen Partner. Lieben zu können heißt alleine sein zu können. Denn wenn du nicht mit dir alleine cool bist, sondern nur mit einem Partner, den du vielleicht bekommst, dann ist dein Glück, deine Liebe und alles einfach nur geliehen. Es steht in kompletter Abhängigkeit von einem Partner. Wenn ein Partner weg ist, ist auch die Liebe weg und auch dein Glück weg und auch dein Wohlbefinden weg. Das heißt, du bist einfach nur glücklich auf Kredit. Und auch das gilt es zu vermeiden, denn wenn du nur glücklich auf Kredit bist, lebst du in einer Beziehung, die unter anderem fußt auf Angst. Angst, den Partner zu verlieren, denn wenn du den Partner verlierst, weißt du, du verlierst auch dein Wohlbefinden. Auch das gilt es zu vermeiden. Deshalb macht es vielleicht umso mehr Sinn, was ich eben gesagt habe. Und zwar, bevor du dich mit Tinder beschäftigst, mit Dating-Techniken, mit Verführung und Co. Oder vielleicht sogar mit einem Körperkult, mit 90, 60, 90 und Co., damit du perfekt aussiehst und mit höherer Wahrscheinlichkeit den Partner findest und vielleicht sehr viel Zeit und Energie im Gym verbringst, damit du besser aussiehst, um den Partner zu finden, macht es vielleicht viel mehr Sinn, Energie und Zeit dafür zu investieren, in dich zu hören und cool mit dir selbst zu sein, weil du dann mit höherer Wahrscheinlichkeit den richtigen Partner automatisch in dein Leben ziehst und die Beziehung mit höherer Wahrscheinlichkeit auf Liebe basiert und nicht auf Abhängigkeit, auf Brauchen und auf Angst. Ja, und das sind eigentlich so die vier großen Säulen grob umrissen. Das Gute ist, uns stehen ja alle Informationen zur Verfügung. Das heißt, ich denke oder hoffe, dieses Video konnte dir um einiges an Klarheit liefern. Du weißt, was zu tun ist. Viel Erfolg. Adios.